ein relativ einfacher Angriff, rennt ein Tanker Tornado mit 8 Uhr. Und Tanker wieder in die Luft. Ist natürlich nicht sehen, aber es zeigt, was die Maschine drauf hat. Angetrieben mit einem FES-Antrieb, das heißt, die Maschine macht auch einen Motorstart oder Bodenstart. Auch von der Firma Hacker ein Tornado. So, ist ja auch die Sekunde. Stimmt schon. Ja, ja. Ja. Gut, bei mir ist es. Das Ende kann auch vielleicht ein Tipp. Da gibt es in Österreich einen Bernhard Weißmann. Der hat natürlich eine Gitarre, das ist ein Stück gefährlich. Wenn er was einlässt, dann kann er nicht. Und dann hat er sich eine zweite gebrochen, das ist Bernhard Weißmann, und er hat da ein schönes Modell. Und empfehlenswert, ich kenne ja den Weißmann. Nochmal von links, da nimmt sich schon Fach auf. Und trotz der Größe liegen wir hier bei der 1-Segler-Version, bei einem Abschluggewicht von 22,5 Kilogramm. In der Triebwerksvariante kann man noch ein gutes Kilo draufrechnen, bei 23,5, 24 Kilo. Also hier alles unglaublich durchdacht. Ja, man muss eins sagen, bei diesen Flugzeugen, bei der Konstruktion, da wird überhaupt nichts dem Zufall überlassen. Das ist keine Konstruktion, die man eben so entsteht. Die Dinger sind gerechnet, die sind richtig konstruiert, so wie man das halt eben auch bei diesen Heilfliegern erwarten muss, ganz klar. Also es ist eine Torsionsbauweise, Vollkohle, der Flügel. Man muss sich halt hier eins betrachten. Wir haben eine unglaublich hohe Streckung, ganz dünne Flügel. Das schauen Sie mal hier, die will gar nicht auf dem Boden. Auch die EB28 ist kurzplatztauglich. Das Flugzeug ist in vollkahlen Bauweise konstruiert. Angetrieben wird der Puls von der Jetpack P100, 10 Kilo Schub. Der ganze Flieger wird abflugbereit ungefähr 20 Kilo. Den Puls gibt es natürlich nicht nur mit Turbinenantrieb, der kann natürlich auch als reiner Segler geflogen werden oder mit diversen andere elektrisch anziehen.
fangen kann. Wir haben hier vorne den großen Doppeldeckerbus stehen und werden wir dann auch noch die ausgelosten Slots aufhängen. Und ansonsten spielen wir einfach die Hände an, von denen wir die Modelle spielen müssen, die ja diese Filter auch von Gott haben. Dann unten. Sie fliegen. Der Puls hier mit seiner Jetscast. Kurz vor meiner Tanzzeit haben wir schon den nächsten Flieger in der Luft. Es ist auf jeden Fall ein Swift S1. Wenn der Puls hier noch in der Luft ist, sehen wir schon Nummer 2, schiebt es ein, dann kommt man. Sie können den Herstellern Löcher in den Bauch fragen, die geben ihnen bereitwillig Auskunft dazu. Und man sieht einfach das Gerät, für das man sich interessiert, live und in Farbe vorgeflogen von den besten Piloten, die sich für die Luft. Meine Freunde aus der Schweiz begrüßen den Markus Frey und den Patrick Traufer. Der Markus hat es um die Ferrari erledigt. Der Patrick Traufer hat die große Elfen mit dabei, bekannt aus Lenax-Stil-Bellbauer. Das Duell, die werden wir heute auch noch. Da lässt sich auch nicht meine Bitten jetzt hier vorne rechts im Überflug. Also, wer Interesse am Puls hat von Paritech, der ist herzlich eingeladen, am Stand von Paritech vorbeizuschauen, sich diesen Flieger aus der Nähe anzuschauen. Hier sind alle Antriebe möglich, vom Nasenantrieb über Turbinenantrieb, über Ebenhellerantrieb, Klapptriebwerk. Das ist alles möglich. Die Jungs von Paritech geben Ihnen da gerne Auskunft zu. Er kommt jetzt hier von rechts zur Landung. Das war eine wunderbare Vorführung und vor allen Dingen hat er sich dann nämlich schon von Ihnen, liebe Gäste, liebe Piloten, den ersten Applaus des Tages verdient. Ja, wir steigen uns langsam rein. So, jetzt im Bereich nochmal der Swift von Tomahawk Aviation. Ja klar, der Top fliegt hier den Puls mit 4,70 Meter Spannweite, 17 Kilogramm. Und hat hier ein Nasenantrieb verbaut, ein Hacker Q80-6L und Start 450 Meter, das geht fit. Nur 8,5 Kilo insgesamt. Also auch, wenn es in den, also die Kamin
Triebwerke, wir haben C-Fix-Triebwerke, dafür ist der Puls prädestiniert. Ja. Ebenfalls haben wir Stiefgenot, hat ihn heute Morgen schon mit der Jetcat 100 vorne drauf. Also von daher kann man sich mit dem Puls auch verwirklichen, was man möchte. Und das Ding geht schon richtig gut. Schattige Plätzchen auf, trinken Sie genug, vergessen Sie Sonnencreme nicht, dass Sie uns hier das ganze Wochenende erhalten bleiben. Nochmal der Hinweis, heute Abend Rock im Hangar, Rock'n'Roll hier am Airport Schwab München, die M Street Band, die spielt heute Abend, die hat letztes Jahr schon gespielt und das ist eine ganz, ganz tolle Band, spielt Coverrock und instrumental haben die richtig was drauf, ab 19 Uhr vorne am Hangar, Leute, nicht vergessen, Segelflugmesse heißt nicht nur wunderbare Flugzeuge von den Herstellern, Ausrüstern, Motorherstellern und so weiter bewundern, Segelflugmesse heißt auch ein Stück weit Party. Und ich weiß, wovon ich da spreche, deswegen, also heute Abend M Street Band, morgen Abend Dämmerungs Flugshow, Nachtflugshow. Das ist einfach ein genial gutes Wochenende. So, der Puls, der ist schon wieder unten. Der Pilot fliegt, der Chef selber, der trägt den Flieger hier vom Platz.